ein Spiel. Fraggy wird nämlich langsam langweilig. Also, wir gehen jetzt gemeinsam zum Rezeptionisten. Was? Zu dem Mann da vorne. Ach so. Dort werden wir dann Vater und Sohn spielen. Einverstanden? Klingt gut. Tja, macht ein Kind auch mit, bin's wieder. Das sehe ich. Was kann ich dieses Mal für Sie tun? Ich habe hier ein Zimmer reserviert. Ach wirklich? Darf ich mal Ihre Hotelreservierung sehen? Bitteschön. Mr. Ferdinand Irvine und Sohn? Brian. Arthur. Bitte? Arthur. Brian ist sein zweiter Vorname. Okay, hier ist Ihr Schlüssel, Zimmer 122. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Sohn einen schönen Aufenthalt. Er hat doch aber gesehen, dass der Sohn hier die ganze Zeit in der Hotellobby stand. Da muss er sich doch auch wundern, warum jetzt plötzlich ein Wildfremder herkommt. Und naja, ist ja auch egal. Wir gehen jetzt einfach mal in das Zimmer rein. Den Schlüssel haben wir ja gekriegt, jawohl. Oh, ich liebe das, dass man jetzt hier nicht immer klicken muss, um Punkte zu kriegen, wie bei Text-Murphy-Tesla-Effekt. So, einfach mal rein in die gute Stube. So, was gibt es hier? Minibar. Minibar ist immer gut, würde ich sagen. Minibars in Hotels sind immer maßlos überteuert. Besonders hier in Paris. Ich bin im Moment nicht durstig. Okay. Können wir was mit dem Spiegel hier anstellen? Obwohl ich denke mal, das Augenmerk liegt hier auf diesem Aktenkoffer. Das ist zu groß, um es mitzunehmen. Das ist zu groß. Ich habe keine Tasche bei mir, in der ich ihn verstauen könnte. Okay. So, was gibt's denn hier im Aktenkoffer jetzt eigentlich zu sehen? Das erste Foto zeigt einen Schnappschuss des Mordanschlags an Le Maire, den Bürgermeister. Abseits des Geschehens erregt eine Person besonders meine Aufmerksamkeit. Hastig weglaufend wirft sie einen Blick über die Schulter. Als hätte man sie bei irgendetwas ertappt. Sie ist mittelgroß, schlank, trägt offensichtlich eine schlecht sitzende Perücke. Moment mal, diese Gesichtszüge. Ist das da hinten etwa Nico? Auf dem zweiten Foto ist es nachts, doch ich erkenne sofort, wo diese Aufnahme geschossen wurde. Montfaucon. Einige Männer sind in dunkle Kutten gehüllt, kaum erkennbar. Das war bestimmt kein Kindergeburtstag. In der Mitte steht eine Frau. Sie scheint sich mit jemandem zu unterhalten. Ich habe eine böse Vorahnung, die sich mit dem dritten Bild bestätigt. Eine Nahaufnahme der Frau. Es ist Nico. Sie ist im Begriff, ihre Kapuze tief ins Gesicht zu ziehen. Irvine muss vorher auf den Auslöser gedrückt haben. Mit wem unterhält sie sich da? Ein älterer Herr steht neben ihr. Seine Kutte unterscheidet sich von denen der anderen. Sie wirkt prachtvoll. Um den Hals trägt er ein großes braunrotes Kreuz. Das Templerkreuz. Eindeutig der Anführer. Big Boss hat sein Gesicht gegen die Kamera gedreht und ich kann ihn nicht erkennen. Ich weiß nicht, in was Nico da reingeraten ist, aber ich muss ihr so schnell wie möglich helfen. Es ist an der Zeit, ein paar Antworten von Nico zu erhalten. Ja, das glaube ich aber auch mal. So, wir verlassen einfach mal wieder... Da ist nichts mehr, ne? Nee. Wir verlassen einfach mal wieder das Hotelzimmer. Es wäre gar nichts gewesen. Was war das? Nichts? Ja. Wo gehen wir jetzt am besten mal hin? Nico selbst ist ja nicht da. Oder gehen wir nochmal zurück in ihre Wohnung, weil dort von dort dieser Anruf kam vorhin? Ja, ansonsten wüsste ich nicht, wo ich hin sollte, ehrlich gesagt. Ja, gehen wir einfach hin. Ist ja nicht weit. Oh. Was ist denn hier los? Umzug? Weiter vorne versperren riesige Absperrgitter den direkten Weg zur Rue Jarry. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich muss einen anderen Weg finden. Ah, Ballon. Clown. Sehen jetzt sehr fröhlich aus, die beiden. Das ist eine Londoner Werbetafel. Immerhin spielt er kein Akkordeon. Und der eine kann hier unendlich Konfetti aus seinen Taschen werfen. Und wirkt auch so ein bisschen neben der Spur, möchte man sagen. So. Der Ballon. Geht auf die bunte Pappnase da vorne. Aha. Ganz bestimmt. Ich registriere mich gar nicht. Hallo, Entschuldigung, sorry, dürfte ich mal? Hallo?
Ich registriere mich gar nicht. Okay. So scheinen wir hier nicht weiterzukommen. Er scheint dem Umzug mit großem Interesse beizuwohnen. Entschuldigen Sie. Oh, hallo. Ah, man kann wenigstens ihn ansprechen. Können Sie mir sagen, was hier gefeiert wird? Ja, das hier ist der traditionelle Eröffnungsmarsch. Was wird denn eröffnet? Das wissen Sie nicht. Der alljährliche Pariser Stadtmarkt öffnet morgen wieder seine Tür. Das ist schön, aber können Sie mir sagen, wie ich jetzt zur Rue Jarry komme? Ich glaube, da haben Sie Pech, Monsieur. Der Umzug versperrt Ihnen für etwa 2 Stunden den Weg. Aber ich muss dorthin. Eine Freundin wohnt da. Ich wohne selber in der Rue Jarry. Müsste eigentlich zu meiner Frau und meinen beiden Söhnen. Doch was soll ich machen? Feiern Sie lieber mit, statt sich darüber aufzuregen. Ich bin nicht in Feierlaune. Außerdem haben es 2 gefährliche Killer auf mich abgesehen. Würden Sie da feiern? Sollte man noch sofort weitererzählen. Das ist ja alles sehr spannend. Ich wäre froh, wenn es anders wäre. Ich kann nicht warten, bis der Umzug vorbei ist. Irgendwie muss es doch einen Umweg geben. Ich werde dann wieder gehen. Viel Spaß noch. Danke. Marschieren immer nur 2 Leute, aber trotzdem tönt die Musik. Achso. Kann man den Jungen hier vielleicht das Eis andrehen? Kommt hier. Schere. Ah, vielleicht den Ballon. Moment mal. Eiskalt, der George. Mir gefällt das. Das hat er nicht. Sie schauen mich noch grimmiger an als die Ziege im Nachbar. Ah, und jetzt sollten wir weiterkommen. Ist hier noch was? Nein. Kriegt er 9 von Mutti, ne? 9 Ballon. Und hier der Hund. Ich habe auch immer so ein Glück. Ich weiß nicht, aber dieser Müll kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay. Nein, ich hasse Kisten schieben. Ah, ein kleiner Seitenhieb. Wirklich gut gemacht. So, ich speichere lieber nochmal ab hier. Man weiß ja nie, was uns hier erwartet. Ach so. Merkwürdige Führung hier. Na gut. Ich konnte Hunde noch nie leiden. Dieser hier erinnert mich irgendwie an 20, den Köter aus Marseille. Warum liegen da so viele Eistüten eigentlich vor ihm rum? Da liegen Eistüten. Eine ganze Menge sogar. Die fasse ich lieber nicht an. Da haben wir noch was für den guten Wauwau. Ja, bist ein guter Hund. Leckere lila Eis oder türkise Wassereis hier vom grimmigen, versoffenen Eisverkäufer. Ja, ich denke, jetzt kommen wir vorbei, oder? Ich riskiere das einfach mal. Gespeichert habe ich, ja. Jo. Das klappt. Ah ja, okay. Und Cutscene-Zeit, würde ich sagen. Mir wurde gesagt, dass mein Onkel in dieser Sekte ist. George, ich hatte zu diesem Zeitpunkt wirklich keine Ahnung, dass es sich dabei um die Neo-Templer gehandelt hat. Ich wollte ihm einfach nur helfen. Ich habe mich als Christine Ruh in ihren fanatischen Orden eingeschlichen, um meinen Onkel da rauszuholen. Als ich ihn allerdings dort traf, blieb mir fast das Herz stehen. Sein Blick war leer, wie bei einem Toten. Beängstigend. Er schien mir unter Drogen gesetzt worden zu sein. Noch schlimmer war jedoch die Tatsache, dass er ständig das Wort Tor vor sich hin stammelte. Hast du in Erfahrung bringen können, was er damit gemeint hat? Keine Ahnung. Mag sein, dass es an den Drogen lag, die man ihm meiner Meinung nach verabreicht hat. Das würde neben seinem Gestammel auch seinen leeren und beängstigenden Blick erklären. Warum war dein Onkel überhaupt bei den Templern? Ich schätze mal, er hat ihrem Lockruf nicht widerstehen können. Lockruf? Ja, George. 2 Millionen Euro. Hey, wenn ich so nachdenke, waren die Templer doch nicht so schlecht. Aber dieses Gestammel um das Tor macht mir immer noch Sorgen. Das lag sicherlich an den Drogen. Das mag ja sein, George.
Doch wenn dieses Wort irgendwas mit den Plänen der Templer zu tun hat? Da kannst du recht haben. Aber wo gedenkst du mit deinen Recherchen anzufangen? Der Einzige, der von meinem Plan gewusst hat, war ein naher Bekannter von André. Ein naher Bekannter? Ja, ein Bekannter, George. Nicht mehr. Wie war sein Name? Jimmy McLaw. Ein englischer Geschichtskritiker, der sich lange Zeit mit den Templern beschäftigt hat. Warum hast du ihn überhaupt eingeweiht? Weil er mir Insider-Informationen rund um den Orden gegeben hat. Hast du ihn persönlich getroffen? Nein, das habe ich immer vermieden. Es hätte schließlich eine Falle sein können. Wir haben uns via E-Mail unterhalten. Er hat dich also nie persönlich gesehen und auch nicht deine Stimme gehört? Ja, er hat keines von beiden. Meinst du, er hat dich verraten? Das ist gut möglich. Vielleicht sollte ich ihm mal einen Besuch abstatten. Das halte ich für keine gute Idee, George. Die Templer haben überall ihre Finger mit drin. Warum also nicht auch bei McLaw? Wir können diesen verrückten Neo-Templern doch nicht einfach tatenlos das Feld überlassen. Wer weiß, was sie jetzt schon wieder vorhaben. Wo kann ich Jimmy McLaw finden? Er hat ein Landhaus in York, England. England, hä? Da war ich noch nie. Und nebenbei bemerkt hat es schon was zu bedeuten, wenn es einen Ort auf der Welt gibt, den ich noch nicht besucht habe. George, gib bitte nicht an. Ist doch so. Wo kann ich diesen McLaw eigentlich finden? Wie gesagt, ich habe ihn noch nie getroffen. Doch so wie mir André erzählt hat... Dann finden wir ihn nie. Kannst du die Rivalität zu André nicht mal für eine Minute vergessen? Nicht mal für eine Sekunde. Naja, vielleicht solltest du in der großen Stadtbibliothek von York anfangen. Da McLaw, laut André, ziemlich viel liest, müsste man seine Adresse in der Kartei ausfindig machen können. Nimm nach deiner Ankunft am Flughafen einfach einen Stadtplan mit. Darauf müsste die Bücherei zu finden sein. Werde ich machen. Okay, George. Pass aber auf dich auf. Ich melde mich sofort, wenn mein Flieger in York gelandet ist. Okay. Also wir rekapitulieren mal kurz. Nico hat sich damals lediglich eingeschleust in diese Neo-Templar-Sekte und hat dort ja viel falsches Spiel schon gesehen, sag ich mal. Leute, die unter Drogen gesetzt worden sind und die diesen totgeglaubten Templer glauben, sag ich jetzt einfach mal, weiterführen wollen. Wenn auch schlimmer, wie es scheint. Würde ich sagen, wir fahren jetzt einfach mal zum Flughafen oder gehen dorthin. Ich weiß sowieso nicht, wie sich Georgie die ganze Zeit fortbewegt. Wahrscheinlich geht er immer zu Fuß durch ganz Paris in einem Tag. Soll man ja schaffen können. Paris ist ja nicht sehr groß. Und also auf zum Flughafen und ab nach York, wo sicherlich auch ein Direktflug von Paris hinführt. Oh, ich bin auch schon wieder am Meckern hier, ne? Das ist echt schlimm. Aber das ist alles gar nicht so schlimm. Das Spiel ist wirklich gut gemacht, sag ich gerne nochmal. Lohnt sich wirklich, das runterzuladen. Auf zum Flughafen. Das ist die Stadtkarte von York. Ich bin hier. Und okay. Dort drüben ist die städtische Bücherei. Alles klar. Achso, er hat schon Stadtplan mitgenommen, soll das bedeuten. Gut, dann einfach mal auf zur Bücherei. Heute scheint nicht viel los zu sein. Was hämmert hier denn so? Als ich meinen Kopf dem viktorianischen Schreibtisch zuwende, erkenne ich die Quelle dieses unausstehlichen Geräusches. Eine Bibliothekarin traktiert die Tastatur ihres Computers. Ich hasse Computer. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht mit diesen Geräten umgehen kann. So. Und ich würde einfach mal sagen, da wir jetzt hier ja praktisch schon ein neues Kapitel aufgeschlagen haben mit der Ankunft hier in England, beende ich diesen Teil für heute. Hier liegt schon mal ein Ball, den wir wahrscheinlich nächstes Mal mitnehmen können. Speichere nochmal flott ab hier. Und ja, wir haben ja schon ein bisschen erleben dürfen jetzt hier. Also George wurde schon, oder auf George, nach George Leben wurde schon betrachtet, wenn man so sagen kann. In diesem Zeitungsarchiv, wo ein Brandanschlag auf ihn verübt wurde. Er ist knapp den Mordanschlag dieser beiden Gauner vor dem Hotel Ubo entgangen. Durch diesen irischen Reporter, was glaube ich, ist er praktisch an diese Neo-Templer-Geschichte geraten. Nico hat gesagt, sie hat sich dort eingeschleust, wie eben bereits erklärt. Und durch einen Freund von André oder durch einen Hinweis von Nicole, dass ein Freund von André möglicherweise mehr wissen könnte, sind wir jetzt nach New York geflogen, wo wir hoffen, diesen Herrn oder wen auch immer finden zu dürfen. Und das alles werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht bis hierher. Nächstes Mal geht's weiter. Direkt mit der Action, kann man sagen. Also bis jetzt gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin und tschüss.